Hallo und herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia. Und wir legen direkt los. Und spielen jetzt einfach mal ein bisschen drauf los. Ich hätte mal Lust seit langer, langer Zeit tatsächlich mal wieder auf so eine Highschool. Einfach mal so. Warum nicht? Warum nicht mal die Highschool spielen? Wenn so ein Deogen einem über die Gänge folgt, ist es doch immer entspannt. So. Okay, lass mal sehen. Also wir müssen einen Bewegungsmelder loslegen lassen, einer Jagd entkommen und ein Foto vom Geistmann. Okay. Das kann spannend werden, würde ich sagen. Und das Klicken gerade auch gehört. Das klang, als wäre die Taschenlampe schon draußen gewesen, aber ich noch nicht. So. Hello there. Was haben wir denn so? Einen spiegeligen Spiegel haben wir. Das sieht aus wie eine... hier so eine Klokabine, ne? Ich habe jetzt auch echt lange reingeguckt, muss ich sagen. Das heißt, meine Sanity ist jetzt dementsprechend tief. Und der wird wahrscheinlich auch schon bald anfangen zu handeln. Aber ich erhoffe mir so eigentlich... schneller was zu erfahren. Der ist es nicht. Der war es auch nicht. Oben vielleicht? Oder auf der anderen Seite? Da hätte ich anhand der Toilettenkabinen sehen können. Mal eben kurz hier rüber. Hier ist ein Hiding Spot. Haben sie aber auch verändert, den Hiding Spot. Aber hier haben jetzt sowieso hier einige Hiding Spots angepasst. Und ich verstehe gar nicht, warum sie hier welche entfernt haben, weil ich finde eigentlich hier in der Schule gibt es eh viel zu wenige. Der Geist lief etwas schneller als üblich, würde ich sagen. Das könnten Zwillinge sein. Das finden wir jetzt aber raus. Wir gehen jetzt auf die andere Seite.
Okay. Da ich davon ausgehe, dass der Geist hier in den Toiletten ist, der ist auch hier oben. Das war die Sache mal hier. Wohl gerade die Toilettenkabine angepackt. So, dann bringen wir das mal eben rüber, eben hier die üblichen Sachen rein, den paar Pillen, weil wir es ja wissen, wo er ist. Am Handen haben wir jetzt erstmal nichts gehört, deswegen brauchen wir jetzt erstmal unsere Ruhe, um ein bisschen investigieren zu können, würde ich sagen. So. Ich habe die Sanity mit dem Spiegel schon weit runtergebracht. Mal gucken, wie weit. Hui. So, dann mal eine. Und auf jeden Fall noch eine. Die anderen beiden halten wir mal noch fest. Da kriegen wir uns mal aus der Hunting Range mit rauspopeln. Und das hier mit und das hier. Beziehungsweise. Nee, ist okay. Wir gehen erstmal, bringen das rein. Wir können immer noch umbauen. Wenn wir feststellen, der Geist ist doch nicht da. Und irgendwas, was ich mir geklemmt habe, am Schlüsselbein, am rechten Schlüsselbein, habe ich irgendwie so ein Ziehen, wenn ich mich bewege. Weil mir da eingeklemmt. Ich werde alt. Ich habe auch jetzt schon wieder nicht geschlafen heute Nacht. Im Moment habe ich super, super heftige Schlafstörungen. Ich schlafe teilweise die Woche irgendwie nur 10 Stunden oder so und bin einfach nicht müde. Ich bin müde, aber nicht. Ich schlafe nicht. Ich kann nicht schlafen. Keine Ahnung. Komme nicht zur Ruhe. Sagen wir so. Das sieht doch spannend aus. Da ist ein Orb. Sehr schön. Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Na gut. Das ist alles. Da wir jetzt hier gerade sowieso den Breaker anhaben, finde ich ein wenig auch ohne Taschenlampe raus. Und dann gehen wir jetzt in die UV-Lampe wegen Fingerabdrücken, der scheint da einiges anzutatschen. Tja, mal gucken. Buch natürlich, klar. Ist der Goyo noch da? Ne, okay. Das heißt, wenn Dots kommt, dann gibt das immer. Sanity ist noch mehr als im grünen Bereich. Brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Geisterbox. Nee, eine UV-Lampe wäre erstmal wichtiger. Wir sehen so richtig viel mit der UV-Lampe so, ne? Aber dafür ist sie auch eigentlich nicht gemacht. Okay. Bist du hier? Bist du da? Gefriertemperaturen, ja? Schreibe ins Buch. Der Revenant werden die Fingerabdrücke, ne? Oh, nee, Handtuch. Okay. Geisterbox. Onryo. Sehr schön.
Okay, dann holen wir mal den nächsten Streich an Items. Wir wissen zwar jetzt, welcher Geist es ist, aber wir brauchen noch Salz, wir brauchen noch eine Kamera. Wir müssen noch ein Bild vom Geist machen. Wenn wir jetzt einen Zirkel hätten. Wobei der Zirkel aktuell auch ziemlich kaputt ist, den möchte ich gar nicht benutzen. Angeblich ist es aber ein Feature und kein Bug. Da weiß ich noch nicht, welche verhalten, so muss ich ehrlich sagen. Aber die Patch Notes, wo das drin steht, habe ich bisher noch nicht gesehen. So. Oh, der muss also mich. Deswegen war der auch schneller. Ich war ja hier oben im Raum und stand ja eine Weile hier. Und der wird mich hier gesehen haben. Und ist dann auf mich zugerannt. Und dann bin ich entkommen. Okay. Bewegungsmelder. Here we go. Kruzi-putzi. Und glaub bitte nicht, dass ich nur ansatzweise auf die Idee kommen würde. Jetzt hier anzufangen und irgendwie Moment. Erstmal die Kamera. Irgendwie anfangen jetzt hier den Knochen zu suchen oder so, ja? Da habe ich keinen Bock drauf. Ich laufe jetzt hier nicht durch 120 Räume, um den scheiß Knochen zu suchen. Wir können mal hier in den umliegenden Räumen gucken. Ich weiß gerade nicht mehr. Der Onre war es nicht, oder? Ne, ne, genau, das war der das war der Goyo, war das, ne? Mit dem. Ne, ne, auf dem Todesort, genau. Bist du noch hier? Da bin ich ja beruhigt. Okay. Ja, nee, ist okay. Der Pen hat einen Breaker ausgemacht, ne? Deswegen ist es aber nicht so mega weit und mega kompliziert. Ich könnte natürlich jetzt einmal reingehen, auf der anderen Seite da den Breaker anmachen. Komm, scheiß drauf. Wir wissen damit auch, dass es kein Djinn sein kann. Sehr gut, ne? Salziges Salz würde ich mitnehmen. Sanity ist noch okay. Ein smudgigen Smudge. Und schon haben wir alles. Foto vom Geist müssen wir noch irgendwie machen. Keine Ahnung wie, keine Ahnung warum. Aber wenn wir es schaffen, wäre es schon cool. Hat der den Breaker mit Hand gemacht? Siehst du, da hat man es mal wieder. Man muss nur meckern. Dankeschön, lieber Geist. Das ist total lieb. Da macht er den Breaker einfach wieder an. Hey, danke fürs wieder Breaker anmachen, ja? Bist du noch hier? Bist du da? Mir ein Zeichen.
Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Bist du da? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Ah, du bist hier, okay. Gut. Also nicht gut, dass es dir schlecht geht, sondern gut, dass ich alle Bilder habe. So, jetzt fehlt nur noch das Geisterfoto. Knochen habe ich sowieso nicht. Aber pass auf, dafür sorge ich. Ich gehe da mal raus. Ich hole mal die Kamera. Und dann werden wir uns einfach in der Nähe von einem. Das heißt, wir sind wieder unter 50%. Das heißt aber auch, dass das Kruzifix oben nicht funktioniert hat. Ganz offensichtlich. Aber egal. Ich suche mir jetzt da oben den Smudge-Stick. Genau, den Heiligspot suche ich mir da oben. Nehme den Smudge-Stick. Ja, gucken wir mal, würde ich sagen. Für jeden Fall noch ein Swatch mehr mit hoch. Oder aber direkt losgelegt, ne? Okay, aber gerade handen. So. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen Ruhe. Keine Hiding Spots. Alter, hier ist nix, ne? Okay, jetzt hier. Keine Hiding Spots weit und breit. Ich würde mal sagen, das ist besser als gar keiner hier. Bisschen Licht.
Und jetzt warten wir auf den Hand. Nice, sehr gut. Jo, mach's gut. Ciao. Das, was ich als Verabschiedung deute. So, schnell, gleich haben wir es geschafft. Ich dachte kurz, der Hand, aber ich muss ja hier schieben. Die einzige Tür in allen Maps, auf allen Maps, Entschuldigung, die ich nach außen öffne. Naja. Ich würde sagen, Sanity ist super. Wir haben es super easy gemacht. So. Onryo haben wir. Wir haben alles erledigt, außer den scheiß Knochen. Ganz ehrlich, scheiß der Hase drauf. Ich finde, es war eine gute Runde. Jetzt muss nur noch der richtige Geist sein. Gar nicht schlecht, finde ich. Fotos oben drauf. Die waren nicht so besonders, weil viele Fußabdrücke gemacht haben. Und trotzdem eine schöne kleine Runde in dieser verfluchten Highschool. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, meine Lieben. Bleibt gesund, bis dahin und ciao, ciao.